Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Diablo 4 Let's Play mit Captain Reliok. Wir haben letztes Mal Akt 3 abgeschlossen und ich hoffe, dass ich jetzt endlich mal das Pferd bekomme. Und wollen wir mal schauen, ob es passiert. Thaisa, fühlt ihr euch besser, Thaisa? Ich kann Andariels Geflüster meist aussperren, aber nicht immer. Besser ein Flüstern, als dass sie die Welt erneut beschreitet. Andariel ist Teil des Plans von Lilith und Elias. Aber wie? Was wissen wir bisher? Lilith ging einen Pakt mit Astaroth ein. Ein Dämon, der ihrem Vater diente. Interessante Wahl eines Verbündeten. Und sie hat einen Schlüssel zur Hölle. Dort wird sie als Verräterin angesehen. Warum sollte sie also hingehen? Und ist sie bereits dort? Wir brauchen Antworten. Elias hat das verborgene Auge benutzt, um mit Lilith zu sprechen. Vielleicht kann es uns helfen. Bringt es bitte her. Okay, was ist das denn hier? Ach so, das verborgene Auge. Es ist riskant, doch uns bleibt keine Wahl. Okay. Wenn ihr bereit seid, stellt euch Lilith vor und blickt in das Auge. Hey, jetzt kommt wieder eine Sequenz. Die Essenz meines Vaters formt sich neu. Woher wisst ihr das? Ich spüre es. Als würden sich tausende alte Wunden öffnen. Er ist noch schwach. Verletzlich. Ich muss schnell handeln, bevor er sich widersetzt. Saugt seine Kraft in euch auf. Die anderen Fürsten werden... Was ist passiert? Sie sah mich. Sie weiß, dass wir nach ihr suchen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie unsere Verfolgung aufnimmt. Nicht unbedingt. Wie meint ihr das? Mephisto formt sich neu. Lilith will sich seine Kräfte einverleiben, solange er noch geschwächt ist. Darauf habt ihr euch also vorbereitet? Gut, alter Mann. Denk nach. Denk nach! Wenn sie sich Mephistos Macht aneignet, wird sie selbst zum großen Übel werden. Dann kann sie die Hölle erobern. Und Sanctuario ebenfalls. Ich habe eine Idee, wie man sie aufhalten kann. Aber damit das funktioniert, brauchen wir die Hilfe eines alten Verbündeten. Überbringt Donan diese Nachricht. Er wird in Kiovaschat Rat gesucht haben. Wir müssen wieder zurück nach Kiovaschat. Alles klar. Haben wir jetzt hier so ein vorrangiges Quest?
glaube nicht, ne? Fällt euch da was auf? Ist da irgendwo ein... Ich würde gerne das Pferd bekommen. Okay, hier lang. Ach, ich habe immer noch nicht einen Punkt verteilt. Wollen wir es mal kurz machen? Paragon. Geschicklichkeit. Ich brauche Willenskraft. Maximales Leben. Geschicklichkeit. Geschicklichkeit, Stärke, Willenskraft. Es ist ja ein Drama. Geschicklichkeit. Ah, oh, da bin ich wieder am Überlegen. Okay, machen wir ein andermal. Ach, nach allem. Einfach übergangen. Ich habe einen Brief für euch. Ich hoffe zur Abwechslung mal gute Neuigkeiten. Das ist von Lord. Wunderbar. Lilith. In die Hölle. Was? Ist das sein Ernst? Was steht da? Er hat es euch nicht gesagt. Nein, natürlich nicht. Das würde ein gewisses Maß an Rücksicht erfordern. Er ist in unserer Geheimschrift verfasst. Er hat einen Plan geschickt, falls man das so nennen kann. Er will Lilith mit meinem Seelenstein einsperren. Der, in dem auch Astaroth gefangen war. Kann das funktionieren? Auf keinen Fall. Der Stein muss zuerst eingestimmt werden. Und dafür benötigt man einen Experten. Lorath hält euch für diesen Experten. Dann ist er noch ein größerer Narr, als ich dachte. Geht zum horadrischen Gewölbe, ja? Ich suche euch zusammen, was er braucht. Ihr könnt es überbringen. Und dann lässt er mich vielleicht in Ruhe. Moment. Hat euch sein Pferd für diese Reise angeboten? Nein? Wartet. Wie komme ich darauf? Natürlich nicht. Ich bin ein alter Freund des Stallmeisters der Stadt. Sagt ihm, ich hätte euch geschickt. Dann gibt er euch ein Ross. Ja, super das. Super das. Wo ist das Ross? Da ist das Ross. Ja, das ist... hat lange gedauert. Bis Akt... Das, wir sind jetzt in Akt, Anfang Akt 4. Okay, da muss man sehr viel Geduld haben. Aber gut. Stallmeister. Ich bin mit Dunan befreundet. Er sagte, ihr könntet mir ein Pferd geben. Damn. Ein wahrlich guter Mann. Ein Verfechter des Glaubens. Nicht wie der alte Kauz, mit dem ihr vorher unterwegs wart. Wie hieß er noch gleich? Lorfam? Morat? Ach, auch egal. Ich weiß, dass Donen jüngst schwere Zeiten erlebt hat. Also, helfe ich gern aus. Wo immer ich kann. Nehmt eines meiner Rösser. Gratis. Reittiere können bei einem Stallmeister erworben oder Sanctuario gefunden werden. Sobald ihr ein Reittier habt, ist es für alle Charakter eures Accounts verfügbar. Sanctuario.
Sobald ihr ein Reittier habt, könnt ihr es mit rechter Pfeiltaste rufen. Cool. Geschwindigkeitsschub, okay. Abgeworfen, na nice. Okay. Gut. Ich will mal gucken hier. Belohnung. Reittier. Reiten, der Opportunist. Kann ich den jetzt absteigen? Kann ich absteigen? Stallmeister nochmal gucken. Probe stellen. Nö. Reittierrüstung. Oh, cool. Gut, Trophäen. Wir besitzen noch keine Trophäen. Sehr schön. Händler? Ach, kann man sich noch andere Pferde kaufen? 5 Millionen, sag mal, geht's noch? Was soll das denn? Ich hab mal gerade 2,7. Stabiler Sattel. Kosmetisch. Nee. Ja, cool. Ja, da geht's dann weiter. Betrete das huradrische Gewölbe im Mistralwald. Das ist ja Stufe 40. Das ist ja ganz niedrig. Tja. Das machen wir, glaube ich, ein andern Mal. Machen wir mal eine kurze Folge. Und kann man absteigen nach unten? Nein. Also nochmal mit rechter Pfeiltaste aufsteigen und absteigen. Auch mit rechter Pfeiltaste. Okay. Dann soll es hier mal wieder fürs Erste gewesen sein. Ja, ich sag mal, da haben wir endlich mal das Reittier freigeschaltet. Und ja, jetzt geht das, der ganz normale Wahnsinn, vielleicht ein bisschen schneller. Das Questen und das Fortbewegen. Okay, nicht zu viel schnacken, Kopf in den Nacken. Ich sag mal in Hamburg, ich sag mal tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Captain Reljok. Tschüss.